So, hallo zu On the Grid. Wir sind heute am Flugrettungsstützpunkt des ÖMTC in Graz und vor der Kamera steht jetzt Herr Kraxner. Er ist Pilot beim der Flugrettung und erklärt, um was es beim neuen Projekt Christophero 17 geht und was überhaupt so die Aufgaben eines Flugretters sind. Bei unserem neuen Projekt in St. Michael in der Obersteiermark geht es darum, dort einen Stützpunkt zu bauen und wahrscheinlich im Spätherbst dieses Jahres noch in Betrieb zu nehmen und dann 365 Tage im Jahr 24 Stunden von dort aus Rettungsflüge durchzuführen. Die Herausforderung ist, dass man erstmals in der Steiermark auch die gesamte Nacht mit dazu nimmt und damit gewährleistet, dass die Bevölkerung auch während der Nachtstunden in den Vorzug der Rettung aus der Luft kommt. Was bedeutet das eigentlich für den Piloten selber oder für eine Mannschaft, wenn man eben im Flugrettungsbereich tätig ist? Welche Herausforderungen kommen da tagtäglich auf einem zu? Das erste ist, wir haben einen Leitspruch und der heißt, Lebensretten ist Teamarbeit. Und das Wichtigste dabei ist, dass dieses kleine Team, der Pilot, der Notarzt und der Flugretter, perfekt aufeinander abgestimmt sind und all die Verfahren, die sie erlernen und die sie gemeinsam ausüben müssen, im Sinne der Patienten dann auch einsetzen können. Das ist der Hauptpunkt. Natürlich ist das oft nichts für empfindliche Leute, weil wir kommen sehr häufig auch zu schweren Erkrankungen, schweren Verletzungen. Das heißt, man muss auch mit dem umgehen lernen, dass man immer wieder mit Menschen zu tun hat, die in außergewöhnlichen lebensbedrohlichen Situationen sind. Sie landen jetzt nicht immer nur auf der grünen Wiese neben einer Autobahn oder so und müssen dort jemanden aus einem Autofrack quasi rausholen, oft in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, sondern Sie landen auch im hochalpinen Bereich. Was sind da die Dinge, auf die Sie achten müssen? Die Steiermark speziell ist auch eines der alpinen Bundesländer und geht ja bis 3000 Meter bis am Dachstein. Wir nehmen bei uns speziell auch nur Piloten, die Hochgebirgserfahrung haben. Das heißt, die vorher viele hundert Stunden auch im Hochgebirge geflogen sind. Die Herausforderung ist große Höhe, damit hat der Hubschrauber eine von Haus aus verminderte Leistung, aerodynamisch und von den Triebwerken her. Stärkere Winde, stärkere meteorologische andere Einflüsse, zum Beispiel stärkere Niederschläge etc. Und all das muss der Pilot lernen, bevor er solche Aufgaben dann auch professionell an Bord eines Rettungshubschraubers erfüllen kann. Was muss jemand, der eben frisch sozusagen von der Hubschrauberschule herkommt, mitbringen und was sind so die Voraussetzungen, dass man überhaupt Rettungspilot werden kann? Also wir nehmen nur Piloten, die mehr als 2000 Stunden als verantwortlicher Pilot haben, die Hochgebirgserfahrung haben, die auch Außenlasterfahrung haben, weil wir für die Bergungen das spezielle Bergungsverfahren mit dem Tau anwenden und Leute, die auch schon Nachtflugerfahrung haben. Das sind relativ hohe Voraussetzungen, die meistens erst von einem Berufspiloten mit dem Alter zwischen 32 und 35 Jahre erfüllt werden. Das heißt, es sind Späteinsteiger eigentlich bei uns. Dafür ist es so, dass die meisten dann bis zu ihrer Pension bei uns bleiben. Hört sich ein bisschen so an, dass die Ausbildung zuerst beim Bundesheer gemacht wird und dann im ÖMTC-Rettungsdienst? Zum Teil beim Bundesheer. Wir haben aber durchaus auch sehr viele Leute, die zum Beispiel im zivilen Bereich Transportflüge durchführen, also Hochgebirgsbaustellen bedienen und so weiter. Oder Piloten, Jungpiloten, die nach Übersee gehen, dort den Schein machen und viele Jahre in Amerika, Kanada, Alaska bleiben und dort ihre Stunden sammeln und dann als 35-, 40-Jähriger zurückkommen und ihre sozusagen die letzten 20 Jahre oder 25 Jahre ihrer fliegerischen Tätigkeit als Rettungsflieger durchführen. Was ist abschließend sozusagen das Besondere an dieser Maschine? Das ist ja ein Eurocopter. Der soll ja auch in der Nacht eingesetzt werden.
Diese Maschine war eigentlich die erste, die, wie sie konzipiert wurde, Ende der 90er Jahre, im letzten Jahrtausend, war die erste Maschine, die wirklich fürs Rettungsfliegen konzipiert worden ist. Das heißt, ein hohes Maß an aktiver und passiver Sicherheit, crashsichere Sitze, zwei Turbinen, Cable Cutter, also eine Vorrichtung zum Durchschneiden von Seilbahnen oder Leitungen. All diese Dinge, die das Rettungsfliegen sicherer machen sollen, weil wir begeben uns ja in Bereiche hinein, wo man nicht sicher sein kann, dass da nicht Verspannungen und so weiter sind. Außerdem ist es ein Hubschrauber, der noch relativ klein ist, sodass man auch kleine Flächen zum Landen nützen kann, was im hochalpinen und im alpinen Bereich natürlich von Vorteil ist. Und was war für Sie eigentlich so der prägendste Moment in Ihrer bisherigen Karriere? Es ist ganz schwierig zu sagen, aber ich glaube, überhaupt mit der Rettungsfliegerei zu beginnen, ist der prägendste Moment. Und irgendwie einmal im Hochgebirge mit so einem Hubschrauber unterwegs zu sein und zu spüren, was man für ein kleines Würstel im wahrsten Sinne des Wortes ist, im Verhältnis zu den Kräften, die dort dann, wenn es Wind gibt oder Niederschläge, ausgeübt werden. Dann sage ich danke für das Gespräch und danke für den Einsatz. Gerne. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!